Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich einen lecker Pflaumenmus oder besser gesagt einen Zwetschgenmus herstellen. Ich werde das im Slowcooker oder Crockpot machen. Das ist eine ganz leckere und einfache Sache mit wenig Zutaten. Ich benötige heute dafür 3 Kilo Zwetschgen. Die habe ich von einer Nachbarin frisch vom Baum gepflückt. Sehr lecker, schön süß. Da braucht man also auch nicht so sehr viel Zucker. Ich mache aber ein bisschen noch ran. Das heißt hier, das sind 50 Gramm. Da kann man aber auch durchaus noch mehr nehmen, wenn man es gerne sehr süß mag. Dann habe ich hier noch einen doppelten Amaretto, etwas Zimt, das ist etwa ein halber Teelöffel, eine Prise Nelke, dann habe ich hier das Mark von 2 Vanilleschoten, das habe ich schon mal ausgekratzt, die Schoten, die schmeiße ich aber nachher dann auch noch so mit in den Topf mit rein. Ja, das Ganze werde ich jetzt ein bisschen vorbereiten, das heißt, die Zwetschgen werde ich entsteinen, werde sie halbieren und dann kommen sie einfach in den Topf rein und dann wird angestellt. Ich nehme mir dann die Zwetschge, schneide oben den Stielansatz ein bisschen weg, da kann sich ganz schnell mal so ein bisschen Schimmel oder Schmutz bilden. Halbiere die, nehme den Stein raus und rein in den Pott. Das mache ich so lange, bis der Topf also richtig voll ist. Das muss nicht unbedingt sein, dass da die ganzen 3 Kilo reinpassen. Das werden aber so bestimmt 2,5 Kilo werden. So, der Topf ist jetzt soweit gefüllt. Jetzt gebe ich hier oben so ein bisschen den Zimt, den verteile ich so ein wenig dazu. Dann etwas vom Nelkenpulver. Dann kommt der Zucker drauf. Ja, der wird immer ein bisschen durch die Feuchtigkeit fest. Da reicht schon so ein bisschen Luftfeuchtigkeit, dass der anbackt. So, dann noch die Vanille. Hoppala, jetzt hält sie mir natürlich runter. Die Vanillestangen, die stecke ich einfach hier so mitten rein. Die können noch ein bisschen Aroma abgeben. Die sind zwar leer gekratzt, aber in der Schale der Vanillenstange steckt immer noch sehr schön Aroma. Und dann kommt noch Amaretto dazu. Wenn man natürlich das für Kinder auch macht, dann sollte man den Amaretto einfach weglassen. Man kann auch ein bisschen mehr nehmen, man kann auch noch ein paar andere Gewürze dazu nehmen, wenn man mag. Das ist so jedem selbst überlassen. Dann einfach den Deckel drauf und dann stelle ich das jetzt auf 2. Das Ganze lasse ich jetzt 2 Stunden erstmal richtig schön heiß werden, stelle dann auf 1 runter und dann 22 Stunden lang mit geöffnetem Deckel vor sich hin ziehen lassen. Da ich die Zeit so ein bisschen vertrödelt habe, sind jetzt mittlerweile 3 Stunden vergangen. Ich habe das jetzt also seit 3 Stunden auf Stufe 2 stehen. Man sieht, so an der Seite brodelt es ein bisschen und es ist auch deutlich zu merken, wie es jetzt gesaftet hat. Ja, das Ganze rühre ich jetzt noch mal so ein bisschen oder schon mal so ein bisschen um, damit die Gewürze sich noch mal ein bisschen besser verteilen, so das, was oben drauf war. Der Zimt, die Nelke und der Vanillemark. Ja, man sieht also schon hier ganz deutlich, dass es sehr viel weicher geworden ist. Aber es ist halt noch viel zu viel Flüssigkeit. Die soll jetzt ganz gemütlich einkochen und dafür stelle ich das jetzt auf Stufe 1. Dann hört es auch an den Seiten auf zu brodeln. Und das lasse ich jetzt über Nacht erstmal so stehen. Jetzt sind ungefähr 16 Stunden vergangen. Ich habe jetzt gerade mein Thermometer reingesteckt. Ja, so um die 82 Grad hat das Ganze. Man sieht also deutlich, dass die Zwetschgen schon schön eingekocht sind. Ich werde jetzt das Thermometer rausnehmen und werde das Ganze dann noch mal ein bisschen durchrühren, um zu sehen, wie flüssig es ist, beziehungsweise um auch den Rand, da wo es so ein bisschen festhackt, auch ein bisschen mit unterzurühren. Ja, das ist noch relativ flüssig. Also ich denke mal, noch so 3-4 Stunden kann das ruhig noch. Und dann dürfte es eigentlich soweit fertig sein. So, jetzt hatte das Zwetschgenmus wirklich 24 Stunden lang Zeit. Es ist wirklich schön eingeköchelt. Ich würde sagen, etwas mehr als ein Drittel der vorherigen Menge. Ich rühre das jetzt hier noch einmal ein bisschen durch. Es hat also wirklich eine wunderbare Konsistenz. Ich habe das jetzt nicht mehr durchgedrückt oder sonst irgendetwas. Immer nur mal so zwischendurch ein bisschen umgerührt. Es bleibt natürlich so ein bisschen stückig. Aber wenn man das nicht so mag, dann kann man also auch durchaus noch mal das Ganze ein bisschen durchquetschen oder zur Not auch nochmal mit dem Pürierstab da durchgehen. Ich mache das jetzt hier mit so einer kleinen Einfüllhilfe, das ist immer ganz praktisch. Die Gläser habe ich hier schon mal heiß ausgewaschen und dann kann das jetzt eingefüllt werden. Ja, wenn man so eine Einfüllhilfe nimmt, hat man wirklich den Vorteil, dass der Rand nicht zukleckert und dass es dann nachher nicht so verklebt. Ja, hier ist noch eine Vanillestange, die will ich natürlich da nicht mehr mit drin haben. So,
das ist dann auch schon genügend. Dann kann das nächste Gläschen ran. So. Ja, ich befülle jetzt alle nach für nach, mache dann den Deckel drauf und lasse es schön abkühlen. Das hält sich bei mir ja etwa eine Woche. Nicht, weil ich das jetzt alles aufesse, nein, ich verschenke davon auch einen Teil. Wie lange das dann wirklich hält, kann ich nicht sagen, weil die meisten Leute, denen ich das gebe, essen das relativ zügig auf. Bei mir wird das auch innerhalb von einer Woche verzehrt. Ich stelle es auch in den Kühlschrank. Und das nächste Gläschen. So, das war es erstmal. Und dann mache ich mir hier zum Schluss noch ein kleines Näpfchen zum schnellen, baldigen Verzehr. Das heißt, sobald es abgekühlt ist, werde ich mir da schön ein Brötchen oder eine Scheibe Baguettebrot mit bestreichen und werde es dann auch genießen. Ja, ich kann jedem nur empfehlen, das wirklich mal nachzumachen. Es ist mit dem Crockpot wirklich super einfach oder mit dem Slow Cooker. Es schmeckt hervorragend, es ist nicht so süß wie fertig gekauftes. Es ist wirklich sehr appetitlich. Ja, dann wünsche ich erstmal viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Natürlich einen guten Appetit beim Verzehr. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!